Und hier ist mein Frühstück. Ist ganz schön frisch, aber der Kaffee tut gut. Das genieße ich schon sehr. Wir sind hier immerhin auf schon annähernd 3000 Höhenmeter. Tortilla mit Erdnussbutter. Ich habe ein kleines bisschen Kopfschmerzen seit gestern. Ist es vom schweren Rucksack tragen auf den Schultern? Ich weiß es nicht genau. Oder ist es von der Höhe? Das kann natürlich auch sein, denn in den nächsten 2 Tagen geht es dann auf 4000 Höhenmeter. Und das ja, verträgt nicht jeder. Bei mir weiß ich es nicht. Ist auch bei jedem ganz unterschiedlich. Manchmal geht's, manchmal ist es schlecht. Ich werde den Tag langsam angehen und auch langsam begehen, nicht so viele Meilen machen. Ist ja bei der Höhe auch nicht so möglich. Die Luft wird auch immer dünner. Aber ansonsten freue ich mich natürlich drauf. Hier zwitschern die Vögel. Gestern habe ich das erste Murmeltier gesehen, beziehungsweise inzwischen habe ich schon ein paar mehr gesehen. Und ich glaube, wenn ich das so richtig da drüben sehe, der erste sitzt schon auf seinem Posten. Die Sonne kommt nämlich langsam über den Berg. Das zeige ich euch dann nachher. Schönen Tag. Mal noch, wie so ein typischer Campground aussieht, bevor ich jetzt gehe. Da sind dann verschiedene flache Stellen, wo dann die Steine rumliegen. Da kann man dann sein Zelt aufstellen. Gerade hatte ich den letzten oder den ersten, für mich jetzt hier den ersten, aber den letzten Schnee der Saison wohl, hoffentlich, gesehen. Und der Trail ist wunderbar, führt durch Wald, nicht zu steil bergan, aber man merkt natürlich schon, dass die Luft dünner ist und dünner wird. Gerade habe ich mich gefragt, warum es mich so begeistert. Eigentlich ist es überall, wo ich schon war, an ganz vielen Orten oder auch in den Alpen immer wieder begeisternd. Die Ausblicke, die Anblicke. Aber ich glaube, hier hat es noch einen anderen Charakter, weil so eine Herausforderung schon hinter mir liegt, so eine große. Und ich dachte an die Wasserschlepperei, an die Wüste mit den ganzen Entbehrungen. Ich war noch nie so schmutzig und dann auch noch eine Wunde zu versorgen. Und da bin ich ja auch ganz typisch Europäer, gell, so ordentlich, das muss dann alles, es sollte möglichst alles clean sein. Und da kommt man hier an die Grenze, und diese Grenzen zu überwinden, ich glaube, das ist es auch, was es mit ausmacht, warum ich mich jetzt so begeister über diese Ruhe, kein Wind mehr. Es ist still, die Vögel zwitschern, die Murmeltiere haben sich schon positioniert. Und ja, ich genieße es einfach. Ich glaube, es ist momentan die Stille, die Ruhe, wo wochenlang, wirklich wochenlang der Wind mir um die Ohren gepfiffen hat, dass einem tatsächlich Hören und Sehen vergeht. Manchmal tatsächlich auch das Sehen, weil der ganze Sand, der da rumgewirbelt wird, also das war richtig heftig. Und ich glaube, deswegen fühle ich mich jetzt hier auch so
ja, so berauscht und beseelt von der Natur, die sich jetzt hier mir auftut. Meine Kopfschmerzen von vorhin, ist ja noch mal gerade eine Stunde her, die haben sich jetzt Gott sei Dank doch gelegt mit der Bewegung. Wahrscheinlich war es die schwere Schlepperei und die Kälte, ein bisschen verspannt, ein paar Übungen gemacht. Jetzt geht's wieder und ich freue mich auf den Tag. Aber hallo, da kommt das Wasser runter. Wow. Und muss ich da schon wieder durch? Ah. Gut, dass ich schon nasse Füße habe. Schaut euch an, alter Falter, da rauscht das Wasser runter. So, jetzt mal. Raus aus den Latschen. Alles patschnass. Da trieft alles nur so. Nicht mal die Zehen kommen mal raus. Und die Schnaken sind hier. Ich habe mich schon mal eingesprüht. Ist ja fürchterlich, aber ich habe keinen Bock mehr weiterzugehen mit den nassen Sachen. Oh, krieg's gar nicht rausgeschafft. Wo sind die anderen? Meine Hausschuhe. Die schönen selber gemachten Altra-Schuhe. Überall muss man übers Wasser. Platz und zeige ich euch vielleicht gerade mal, gehen wir mal ums Zelt rum, da ja, liegt Schnee, hier ist ein bisschen Sonne und da hinten drüber rechts geht es dann morgen früh über den Pass und ja, so sieht das hier aus. Es wird eine kalte Nacht, der Wind geht. Ich hoffe, das lässt ein bisschen nach noch. So, das ist so eine kleine Stelle, wo man sein Zelt hinpacken kann. Viel Platz ist da nicht. Und jetzt schaue ich mal, dass ich noch ein bisschen was an Sonne bekomme.
die Morgenaussicht. Wunderbar. Die Sonne kommt. Der Silberpass wartet auf mich. Hier ist noch ganz schön viel auch Schnee, aber es alles hat gefroren. Daneben Wasser. Man hört ja schon die Frösche quaken. Ich glaube, das sind Eisfrösche. Jetzt erstmal die Schlafsäcke trocknen, was trinken, eine Mandarine essen, das Zelt auch trocknen und die Landschaft genießen. Gott sei Dank muss ich nicht durchs Wasser am frühen Morgen. Oh, das wär's noch. Oh, manche campen hier. Eine kleine morgendliche Notpause. Da vorne ist ein kleines Streifenhörnchen und ich musste meine Isomatte flicken. Die hat heute Nacht ja die Luft gelassen. Und jetzt habe ich hier gerade mal eine Pause gemacht, weil der Fluss da drüben, der hält schön still so. Das sieht man ja da, wo das Gras ist. Und ich habe das Loch auch sofort gefunden. Keine Ahnung, wie es reinkam. Eher an irgendwas Spitzes ist es jedenfalls hingekommen. Und dann war Ende Gelände. So, jetzt lade ich noch die Kamera, weil Akku und Powerbank auch alles sind. Und hier scheint schön die Sonne. Es ist ganz schön herrlich. Und ich bleibe einfach hier. Es sind schon ein paar Rehe vorbeispaziert. Und ein Murmeltier wollte ein Streifenhörnchen jagen. Das war auch schon Spektakel. Puh, Leute, das kann ich euch sagen. Jetzt habe ich einen nassen Arsch bekommen beim Überqueren. Da ist ganz schön Strömung und kommt ja auch viel Wasser da, die Hänge runter. Es schmilzt wie blöd. Ich meine, ich bin in kurzen Hosen da. Und jetzt nachher muss ich nochmal durch den gleichen Fluss, aber weiter unten. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Die letzte Flussquerung für heute. Nein, hier bin ich nicht drüber. Ich bin ein Stück weiter aufwärts. Da, wo es sich kräuselt, wo die großen Steine sind, da bin ich drüber. Und jetzt suche ich mir ein schönes Plätzchen und trockne erstmal alles. Die Sonne scheint ja noch.